dieses Zuhause hier, das ist für mich so der absolute Rückzug in meine Kreativität. Hallo, herzlich willkommen bei mir in Mallorca. Kommt rein. Ja, ich bin Christine Neubauer und man kennt mich aus über 100 Fernsehfilmen. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich und wie ihr seht, geht's gleich in die Bar. Das heißt jetzt nicht, dass bei uns immer hier gefeiert wird, aber es hat sich so ergeben. Das Haus ist aus dem 14. Jahrhundert, also natürlich jetzt nicht so wie steht, das war eine absolute Ruine, aber der Ursprung ist aus dem 14. Jahrhundert und das sieht man noch. Das hier ist zum Beispiel mein Briefkasten, ist auch nicht gerade gewöhnlich. Ey, jetzt sehe ich, ich habe Post, Movistar, Rechnung. Was Besonderes, eine Geschichte wie fast alles hier, hat auch dieses Bild, das hat José fotografiert von mir. Und zwar waren wir in Berlin in dem Hotel und in dem Zimmer von Karl Lagerfeld. Und schon sind wir jetzt hier in der Küche, das alles übergehend. Bei mir ist eine Küche nie aus einem Stück. Die Verbundenheit zwischen Materialien der Natur, das ist ein Wurzelstock, und der Stein, der hier immer schon war und das Haus auch ausmacht. Wir sind jetzt schon in meiner Oase, also in einem absoluten Lieblingsbereich von mir. Und das war mal der Ziegenstall. Das haben wir alles selbst gemacht, aus alten mallorquinischen Fliesen, das wirklich mit Hand zerschlagen, weil ich hatte ein Bild in meiner inneren Vision, ich habe das gezeichnet und genauso ist es geworden mit wirklich ganz, ganz viel, 4 Jahre langer Arbeit. Hier, das war ja alles voll mit riesigen Felsbrocken aus dem Gebirge und das ist ein Überbleibsel, das haben wir gelassen. Der hat hier oben so eine kleine Vogelkränke und wir haben hier diesen am Flaschenzug aufgehängten Kerzenleuchter. Wenn wir dann Kerzen reintun, sagen wir immer, das ist hier der Stein unserer Wünsche. Und ihr könnt euch jetzt auch was wünschen. Kommt mit ins Esszimmer. Den Tisch haben wir auch selber designt. Den kann man ausklappen und der geht dann bis ganz raus und so eine richtig, in einem lauen Sommerabend, so eine richtig große Tafel machen. Überhaupt ist hier wieder die Welt vereint. Das ist ein Fenster gewesen und das haben uns Freunde aus Palma, aus dem ältesten Haus von Palma überlassen. Die haben das renoviert, haben uns das geschenkt. Wir haben, naja, ich weiß nicht warum, wieder eine Bar draus gemacht. Die Kissen sind aus Istanbul und hier sind auch wieder alles Stücke, die etwas bedeuten. Aber am wertvollsten ist die Skulptur der Liebenden und die stammt aus Murano, aus Venedig. Und nun vamos a salón, ins Wohnzimmer. Und da ist José, hola vida. Und unser Herzensengel Gizmo. Ja, ja. Der Salon. Wenn man jetzt hier sitzt, eröffnet sich ein Blick. Wie hier ist offen in meinen Patio, hier ist es offen in den Raum. Ja, und hinter uns sind wir, ich glaube, genau so, wie wir sitzen, also nicht ganz.
Meine Wenigkeit, das ist ein ganz altes Szenenfoto aus dem Kinofilm. Da war ich noch ganz jung. Taxi nach Kairo, aber das Bild ist geblieben. Und das finde ich so schön. Und nachdem wir uns ja auch in einer Wüste kennengelernt haben, und ich habe José genau so kennengelernt mit einem Turban, und das ist José und das bin ich. Und hier sitzen wir. Wir sind jetzt im ersten Obergeschoss oder in der Zwischenebene. Hinter mir ist das Gästezimmer. Ist auch immer Platz, wenn jemand mich besuchen möchte. Und das hier ist mein Büro. Aber man merkt, dass ich hier das alles sehr aufgeräumt ist, weil ich hasse Papiere. Ich bin auch nicht der Mensch für Papiere und deswegen ist es eigentlich Optik. Und der Schreibtisch ist lieber, dass er ein Jeep ist. Der kommt aus Berlin und ich finde schöner als Lampe und als Kunstobjekt, als dass ich daran arbeiten muss. Jetzt habe ich euch in mein Schlafzimmer mitgenommen, in unser Schlafzimmer. Aus dem Grund, weil natürlich wieder ganz besondere Sachen hier drin sind, die ich euch zeigen möchte. Unter anderem ein Originalfenster von der Kathedrale in Palma. Die haben die irgendwann mal renoviert und dann ist das Fenster bei einem Antikhändler gelandet. Und irgendwie habe ich es mit Engel. Ich hatte auch schon, wie man sagt, ein Schutzengel. Ich wäre in Chile auch beinahe mal ertrunken, weil ich wieder was Verbotenes gemacht habe, was ich nicht machen sollte, während Dreharbeiten zum Raften gehen. Und ich habe aber, wie ihr seht, überlebt und danach wirklich diesen Holzengel entdeckt und der bedeutet mir sehr viel. Willkommen in meinem Badezimmer. Die Türen kommen aus Bangkok und da habe ich einiges mitgeschleppt, unter anderem auch diese Waschbecken. Und die habe ich doch wirklich im Schweiße meines Angesichts als Handgepäck von Bangkok bis hierher geschafft zu tragen. Jetzt kommen wir in meine heiligen Hallen. Nein, wirklich in mein Atelier. Mein Lieblingsbild von denen, die ich jetzt gerade im Moment hier habe, ist absolut das. Das ist eine Szene aus dem Tango. Zwei Menschen verschmelzen zu einem. Willkommen auf meiner Sonnenterrasse. Wir kommen dem Himmel immer näher und er lacht. Dass die Bänke Eisen sind, das hat wirklich einen guten Grund, weil alles andere aus Erfahrung hat es uns zusammengebröselt. Die Witterung ist hier richtig heftig am Arbeiten. Und jetzt setze ich mich auf meine Kissen aus Istanbul und genieße meinen Kaffee und sag Adios.